Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer, zurück zu unserem Let's Play The Legend of Zelda auf dem NES Mini und wir biegen auf die, beziehungsweise wir biegen auf die Zielgerade, denn das ist jetzt schon der 9. Dungeon und damit sollten wir Prinzessin Zelda in Kürze retten können. So, volle Lebensenergie, 9. Dungeon, den Zauberstab und das Schwert haben wir ausgerüstet. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, seit dem letzten Part ja auch schon die Möglichkeit, 12 Bomben mit uns herumschleppen zu können. So, und es geht ja auch schon wieder voll los. Die Party ist hier wieder voll im Gange. Und wir rüsten ja auch gleich mal ein paar Bomben aus. So, dann können wir hier mal so einige in die Luft jagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die ein oder anderen Geheimgänge uns damit auch... Ja, genau. Genau so, dass wir uns hier einige Geheimgänge, einige Verbindungen freispringen. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant, aber okay. Eigentlich wollte ich nur die ganzen Gegner hier uns aus dem Weg sprengen, aber gut. Bin ja schon mal auf die Map gespannt. So ungefähr. Also unsere Position können wir oben links, dieser kleine weiße Punkt unter Level 9. Jetzt gerade nicht, jetzt sind wir in dieser Unterführung, aber da oben kann man dann gleich sehen oder zumindest schon mal erahnen, wo wir uns im Dungeon befinden. So, jetzt da oben dieser kleine weiße Punkt. Und wie gesagt, ich war noch nie in diesem Dungeon, ich habe gar keine Ahnung, wo es lang geht. So, komm, brenn. Wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und ich hoffe nur, dass wir hier einigermaßen gut mit unserer Energie durchkommen. Es kann gut sein, dass wir hier im Laufe des Parts merken, dass uns hier so ein bisschen die Lebensenergie abhanden oder so ein bisschen flöten geht und dass wir uns dann nochmal neu ausrüsten müssen. Deswegen, ich kann das momentan echt schwer einschätzen, wie lange wir jetzt hier in diesem Dungeon sitzen werden. So, wir gehen mal hier rechts in den nächsten Raum. Na, okay. Und diesen... Okay, da laufen wir einfach mal durch. Okay. Hä, was sind das? Sehen auf dem ersten Moment aus wie so... kleine Feen, aber das sind sie definitiv nämlich nicht. Denn statt dass sie mir Leben geben, kosten sie dann doch einiges an Leben. So, jetzt komm her, du kleiner Glatzkopf. Oh, okay, es gibt Bomben. So, da können wir nichts verschieben. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, geh in den nächsten Raum. Ist die Frage, heißt nächster Raum hier unten? Ah, dieser kleine schwarze Glibber. Okay, wir werden versuchen, wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie die Map kriegen und im Idealfall dann auch noch den Kompass. Aber wenn ich jetzt schon mal wüsste, wie groß der Dungeon überhaupt ist, wo wir uns überhaupt befinden, das wäre schon mal nicht so schlecht. So. Die können wir jetzt immerhin auch schon mal besiegen. Die Frage ist, können wir die Steine verschieben, die Blöcke, oder müssen wir uns dann quasi sehr verdächtig, tolls, ja, komme ich doch nicht an die Bomben, müssen wir uns dann doch sehr verdächtig von einem Raum entweder unter uns oder über uns da mittig durchspringen mit einer Bombe. Wir gehen mal hier nach unten. Jo, es gibt Rubies. So, kommt her. So, dann nehmen wir auch gleich mal ein paar Bomben mit und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier irgendwo die Möglichkeit haben, ja, weiterzukommen. Oh, lass mich in Ruhe!
Wow. So, und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar die Möglichkeit haben, einen Schlüssel zu bekommen. Oder irgendwas Schönes. So, gut, hier. Ne, okay, aber es gab Bomben. Aber da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir doch gerne. So, und so langsam geht uns unsere Energie zu Neige. Ja, Leute, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Wir nehmen ja ganz schnell unseren roten Heiltrank. Oh, das war knapp. So, und es wäre natürlich um einiges leichter, wenn wir zumindest mal wüssten, wo wir uns hier im Dungeon befinden, wo wir hin müssen. Ja, jetzt kommen sie natürlich ja noch alle her. Hm. Ja, was machen wir? Wir nehmen den Zauberstab. Okay, jetzt erwischen sie mich sogar hier oben schon, okay. Oh, Herz. Na, oh, dass ich die nicht einfach hier mit wegbrennen kann, das nervt schon so ein bisschen. Na, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Jetzt gibt's einen Schlüssel. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir hier irgendwie noch weiterkommen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Hm, okay. Dann war das jetzt hier wirklich nur für den Schlüssel. Kann man da noch was machen? Ne, kann man nicht. No, kann man da noch was machen? Da auch nicht. Und hier? So, ja, ich bin hier echt am Ausprobieren. Ah, okay. Oh, nicht der schon wieder. Das ist... Wahrscheinlich kriegen wir ja gleich ein paar Bomben oder irgendwie sowas. Bestimmt irgendwas, was wir jetzt so gar nicht gebrauchen können. Wobei doch, wir haben ja erst 3 Stück. Ja, endlich! Die Dungeon-Karte. Ja, was ist das? Ist das ein Totenkopf? Könnte aber so eine überdimensionale Qualle sein. Ja, aber ich vermute mal, das wird wahrscheinlich eher so ein Totenkopf sein. Letzter Dungeon. Vermute ich jetzt einfach mal. Wenn jemand weiß, was das genau darstellen sollte, dann kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich vermute mal, es dürfte sich hier eher um einen Totenkopf handeln. Und ja, jetzt wäre natürlich als nächstes dann der Kompass schon ziemlich geil. Ich vermute aber mal, dass sich der Gegner... In diesem Fall dann Gernendorf, wahrscheinlich irgendwo mittig, vielleicht sogar in den Augen auffällt. Das ist eine Vermutung, keine Ahnung. Aber das dürfte nicht so einfach werden. So, den kleinen schwarzen Glibber, den erledigen wir einfach mal eben so.
gehen wir mal einen weiter. Ah, das war der Raum. Die Bomben bleiben da sogar liegen. Okay. Ja, der Raum unter uns, das wäre ja sogar das Auge. Also eigentlich entweder... Ich könnte mir vorstellen, dass man dann sogar auch ins Auge direkt reinkommt. Aber weggesprengt kriegen wir das Ding auch nicht, ne? Naja. Nehmen wir mal wieder den Zauberstab. Da werden wir, glaube ich, anderweitig hinkommen. Gib mir Bomben, gib mir Bomben. Aber ich glaube, das habe ich schon ausprobiert, ne? Ja, nee. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen sonst einfach nochmal wieder zurück. Hier nach. Quatsch. Nach oben. Beziehungsweise, da waren wir ja gerade eben. So. Jetzt sind wir hier wieder bei denen. Nein! Ich brauche Licht. So, jetzt. Probieren wir das doch gleich mal, wenn wir den erledigt haben, hier nach unten zu gehen. Jetzt haben wir hier gleich die roten Fledermäuse. So, ich mache mir nur so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen mache ich mir gerade Sorgen, was die Lebensenergie betrifft. Zwei Herzen. Ist das nicht so geil? Ach, ich werde wahrscheinlich gleich unseren letzten Vorrat verbrauchen. So, die Frage ist, kommen wir von hier aus? Wir haben keine weitere Tür. Ich vermute mal, dass wir hier irgendwie weiterkommen müssen. So. Ich schätze mal, ja, einer der Wände. Wir haben aber leider keine Bomben. Und das bedeutet, wir haben jetzt auch noch unseren letzten Vorrat an Heiltrank verbraucht, dass wir irgendwie an Bomben kommen müssen. Ja, ich vermute mal, dass wir hier... Wenn wir jetzt hier rechts durch die Wand kämen, dann wären wir nämlich da in diesem Auge. Also wenn uns nicht jetzt hier durch Zufall gleich irgendeiner dieser Gegner ein paar Bomben beschert, werden wir uns anderweitig irgendwelche besorgen müssen. Und dann wären wir wieder beim Thema Ausrüsten. Dass wir vielleicht, ganz vielleicht, wieder das Ganze in mehrere Parts splitten müssen. So, es kommt natürlich auch an, wie gut wir jetzt hier vorankommen.
Aber ihr merkt selber, wir brauchen auf jeden Fall in diesem Dungeon Bomben. Das ist unumgänglich und wir brauchen viel Lebensenergie. Er ist auf jeden Fall, also man kann schon sagen, auf jeden Fall größer als die meisten Dungeon, wenn nicht sogar der größte Dungeon. Ich glaube nicht, dass die anderen, wenn ich die jetzt noch alle in Erinnerung habe, die meisten, die waren ja recht klein dagegen. Das hat es auf jeden Fall schon in sich. Ah, okay. Schlüssel nehmen wir immer gerne. So. Da laufen wir jetzt mal durch. Ah, okay. Jetzt sind wir unterm Auge. Schauen wir mal, was jetzt hier ist. Erstmal gucken, wo wir überall hinkommen. Ah, das. Ja, schon wieder die halbe Lebensenergie weg. Bomben, Bomben, Bomben. Sehr gut, 4 Stück. Toll, jetzt haben wir Bomben, aber wir haben gleich kein Leben mehr. Super. Das war jetzt so nicht geplant. So. Und weg hier. Nee, wir gehen nochmal hier nach unten. Zum Ausgang des Dungeons. Und nee, wir werden auf jeden Fall noch neue Lebensenergie brauchen. Jetzt werden wir draußen gleich noch angegriffen. Ich würde sagen, wir sammeln noch mal ein paar Rubies. Beziehungsweise, ja, 255 haben wir sogar. Ich werde auf jeden Fall noch mal einen roten Heiltrank besorgen. Und ein paar Bomben werden wir früher oder später mit Sicherheit auch noch benötigen. Und dann werden wir, nachdem wir jetzt mindestens schon mal die Dungeon-Karte haben und wissen, wie groß der Dungeon ist, es dafür belassen und ja, dann im nächsten Part voll angreifen. Ich hoffe, dass wir dann den Dungeon legen. Bis dahin verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.